Hallo Freunde, willkommen zu einer neuen Folge MTG Arena mit einem neuen Deck, diesmal zweifarbig mit Blau und Grün. Wir rampen und wollen große Spells spielen, am liebsten welche mit X in den Mana-Kosten, weil man da halt so viel Mana reinpumpen kann, wie man Lust und Laune hat. Sehen Mass Manipulation und Voracious Hydra schon mal auf der Starthand. Wir haben zwar kein blaues Land, dafür haben wir aber einen Paradise Root, den wir Runde 2 spielen können. Und Agro-Deck. Gegen Agro ist Oko ziemlich gut, den wir jetzt natürlich nicht haben auf der Starthand. Unsere Gegner hätten jetzt natürlich Gilded Goose Runde 1, into Oko Runde 2. Aber das ist... Oh. Okay, den kann er uns noch um die Ohren hauen. Ups, so, so. Aber das ist machbar auf jeden Fall. Wir haben den Hideout Crisis, der uns nachher wieder Life gain. Wir haben die Hydra, die wir jetzt direkt theoretisch nächste Runde spielen können. Um was kaputt zu machen. Ich denke, wir blocken mal. Okay. Alles, was man wegtraden kann, wird weggetradet. Das Late Game gehört nämlich uns. Wenn wir noch Länder nachziehen und überhaupt dazu kommen, halt einen kritischen Amount of Mana zu haben. Spielt er den wahrscheinlich jetzt 4-3? Ja. Da ist Gilded Goose. Gucken mal. Ich hätte gern ein Land. Och. Schön! Das ist traurig. Wenn wir nächste Runde Land ziehen, könnten wir Nissa spielen. Die könnte uns ganz gut helfen zu stabilisieren. Oder wenn wir ein Land ziehen, könnten wir auch die Hydra spielen. Und die könnte gegen den Crusher kämpfen. Oh, damit hat sich das auch geregelt. Und damit hat sich das geregelt. Ja. Und damit können wir uns verabschieden. Es hat Spaß gemacht. Schöne zwei Länder gezogen. Okay, so soll es nicht laufen. Weil ein Ramp-Deck offensichtlicherweise Mana braucht. Ja, ich meine, der Keep war jetzt auch nicht der allergeilste mit zwei Ländern, aber wir hatten halt einen Paradise Druid, wir hatten Growth Spiral und hätten wir halt ein, zwei Länder nachgezogen, dann wäre das Ganze auch gelaufen. Ja, wir hatten aber am Anfang gesagt, wir wollen gerne X-Karten in unserer Hand. Und die hatten wir auch. Leider ein, zwei zu viele. Man will die halt so im Mid- bis Late-Game, wenn man die eigentlich ziehen. Okay. Die Hand sieht vernünftig aus. Und wir fangen diesmal auch an. Wenn alles gut läuft, können wir Runde 4 Nissa spielen. Okay, ist gar nicht so viel schneller. Okay. Ja, machen wir. Schade. So, nächste Runde können wir nicht so spielen. Wenn wir ein Land ziehen, sogar ohne den Food Token zu opfern. Oder er zerstört den Food Token. Das geht natürlich auch. Auch nicht weiter schlimm. Machen wir den mal, um eine Karte zu ziehen. Oh, das ist kein Land. Diesmal haben wir wenigstens 4 Mana. Das fünfte wäre das, was wir kritisch brauchen. Dann machen wir es so. Auf die gute, altmodische Art und Weise. Ab 6 Mana, 1, 2, 3, 4, 5, 6, können wir gleich das Questing Beast übernehmen. Vielleicht spielt der Gegner jetzt ja einen Planeswalker, den wir dann angreifen könnten. Noch mache ich mir keine Sorgen zu sterben. Wir haben zur Not noch die Gilded Goose, die uns wieder hochheilen kann, indem sie Food kreiert.
Venerated Loxodon. Behalten wir, denke ich. Und dann übernehmen wir das Questing Beast. Dann kriegen wir zwar noch einmal den Loxodon in die Fresse, aber danach nicht mehr. Zur Not können wir mit der Goose blocken. Haben jetzt wieder die Crazes, die uns live gained. Okay. Noch ein Loxodon? Ja, okay. So, wir könnten jetzt ein Crazes spielen. Oder eine Nissa. 1, 2, 3, 4, 5. Ich spiele mal den Nissa. Die Nissa macht 1. Ja, macht einen Forest. Und dann chillen wir eine Runde. Der kann auf jeden Fall angreifen, das ist kostenlos. So, und dann beenden wir den Zug. Können für 5 Mana den jetzt adapten. Giant Killer, okay. Ist nicht sonderlich geil. War auch nicht das Ende der Welt. Okay, damit ist Nissa höchstwahrscheinlich weg. Sollen wir gucken, wie wir blocken wollen. Können einfach den fressen. Ich denke, ja, wir lassen Nissa gehen. Und blocken hier. Ist der auf jeden Fall weg. So. Das sind 2, 4, Jetzt muss ich kurz überlegen, ob es nicht so rum mehr Sinn macht, den für 3, 4, 5 zu spielen. Dann haben wir noch 2, 4, 6, 8 Mana. Könnte 6, 6 spielen. Dann wäre aber alles weggetappt. Und wir würden Schaden kriegen. Ich denke, wir spielen einfach so eine große Crisis, obwohl das macht auch keinen Sinn. Ne, wir spielen das. Nein, 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 nein! 5 Mana zum Fenster rausgeworfen. So dumm. Ich wollte eigentlich Mana machen, habe aber nochmal auf Adapt gedrückt und das hat natürlich keinen Effekt, wenn wir nicht, wenn da schon Marken drauf sind. Tja. Das war ein erfolgreich gewasteter Zug. Ich denke, wir schmeißen einen von denen weg, um uns 4 Schaden zu sparen. Okay. Oh Mann. Wir hätten einfach eine Nissa auf dem Feld haben können, anstatt nichts. Die Hydra ist gut. Die nimmt irgendwas raus. Ich nehme sogar 2 Sachen raus. Ich denke, die kämpft gegen den Giant Killer, weil der kann die sonst einfach wegtappen. So, jetzt die Frage. Spielen wir die für 2, 5, 6, 7. Naja, warte, wir können die auch einfach für 1, 2, 3, 2, 5. Ja, wir spielen die für 5. So, diesmal drücken wir das hier.
Tappen den für 5. Fight target creature you don't control und zwar den. Okay. Wir hängen wirklich hier am seidenen Faden. Wenn er noch so einen Giant Killer hat und die Hydra tötet, dann haben wir ein sehr großes Problem. Ansonsten sind wir einigermaßen stabil. Wir kriegen halt 2 Schaden dann in der Luft. Können aber danach die Krasis spielen. Oder das Krasis oder was auch immer. Okay, hat irgendwas für 5 Mana. Wrathstruck Beast für 1. Jetzt hätten wir gerne das Mass Manipulation. Das können wir nämlich für 4, ne? 4 und dann Doppel X, ja. Also 4. Dann hätten wir ein. Könnten wir 3 Kreaturen übernehmen. Ich denke, wir spielen einfach die Crazes. Das sind 3, 4, 7, 8. Ja, spielen wir mal für 8. Wir bezahlen nicht so. Ich würde gerne. Den hier bezahlen. Den hier bezahlen. Den hier bezahlen. Und dann 1, 2. Wenn wir das Land als Blocker noch ungetappt haben. Kriegen wir 4 Leben, ziehen 4 Karten. Ist das ein Instant? Ja, Destroy Target Creature with Power 4 Greater. Ist ein Instant. Das heißt, wenn er den hat. Oh, 5-1-1er. Solange er jetzt nichts hat, was alle bufft, sieht das, könnte schlimmer sein. Spielen die Gilded Goose mal nicht. Die Frage, was seine letzte Karte ist. Jetzt gerade sieht das Board einigermaßen stabil aus. Also mal kurz gucken. Wenn wir alles blocken, kommt genug durch. Dann würden 7 Schaden durchkommen. Wenn er mit allem angreift, ja. Blocken den weg, nein, andersrum, scheiße, der muss den blocken, und der muss den blocken. Hätten wir doch besser Gilded Goose gespielt, die hätte dann nämlich den 5-5er blocken können. Andersrum, warte mal. Der blockt den 5-5er und der blockt den. So, dann kommen 7 Schaden durch. So, wenn er jetzt aber nichts mehr hat, dann ist er tot. Reicht das, um den zu töten? 8 kommen durch, das heißt, er ist auf. Ach, die haben Lifelink, okay. Das heißt, er ist auf 10. Den kann er blocken, nee, es reicht nicht. Die nächste Frage: Wie machen wir das genau? Der. Und das spielen die Nissa. Die Nissa. Nein. Wir zahlen 2 und dann ertappt die Nissa den Forest. So. Damit spielen wir den Oko. Der macht einen Food Token. Dann machen wir den. Haben noch einen Food Token und haben genug Mana, um beide Food Token zu opfern für 6 Leben. Die Frage, überleben wir? Mit allem Angriff. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blocker. Können wir die größten wegblocken. Und wir haben 7 Leben theoretisch. Okay, das müsste eigentlich reichen. Diese Runde. Aber nächste Runde können wir jede Runde, also wir können jetzt immer 2 Food Tokens auch kreieren. Das heißt, wir kriegen jede Runde 6 Leben. Das ist nicht gut. Reicht das, um uns zu töten? Two Blockers. Der blockt den. Ja. Der und der blocken den. Der blockt den, der blockt den. Dann kommen 5 Schaden durch, okay. So blocken wir. Und dann
Opfern wir unser Food. Und opfern noch mehr Food. Und suchen at once upon a time eine Voracious Hydra aus. Okay. So, das sind direkt 2 Mana. Das enttappen wir. So, wir wollen den als 5 spielen. Machen wir es so. Und haben dann noch genug Mana für Food, ja. Falls Target. Obwohl, wir können den eigentlich auch verdoppeln. Weil dann können wir gleich anfangen anzugreifen. Auf jeden Fall mal 6 Vigilance-Schaden vorbeikommen. Und haben noch genug Mana für beide Food-Tokens. Okay. Sieht doch einigermaßen stabil aus. Je nachdem, was der Gegner jetzt hat. Eine Karte hat er noch. Okay, er greift mit allem an. Dann blockt der den, der den, der den, einen hiervon, der einen hiervon, der einen hiervon, der einen hiervon. Dann kommt einer durch. Wir sacrificen das Food. Machen noch ein Food. Und opfern das auch. Okay. Puh. Da waren wir aber echt hart am Struggeln. Das war mal ein Game. Ein gutes Game. Ich denke, wir keepen das mal, weil wir haben ein bisschen Early Game. Wir haben Once Upon a Time, womit wir uns eventuell eine Gilded Goose raussuchen können. Das wäre natürlich das Beste. Gucken wir mal. Gilded Goose. Herrlich. Und dann können wir Runde 2 Oko spielen. Und das ist super, super gut. Und danach müssen wir nur noch unsere Mana-Base ein bisschen aufbauen. Okay, Oko kommt auch mit 6 Loyalty, also mit 4 ins Spiel und kriegt direkt plus 2. Das heißt, der ist nicht so leicht zu töten. Und dann muss der Gegner jetzt ordentlich Karten investieren. Und wenn er das tut, können wir direkt den nächsten Oko spielen und unseren... Also Food Token zu einer 3-3 machen. Das reicht. Um Oko zu töten. Das reicht sogar genau. Schauen wir noch einen Oko. Und machen einen 3-3 Blocker. Gucken wir mal, was passiert. Könnt ihr jetzt den hier pumpen, um auf den eine Marke zu legen? Das würde echt gehen. Das ist seine Flugfähigkeit, okay. Und mentort den. Ich denke, wir blocken... Nee, wir blocken den. So, dann muss er nächste Runde nochmal angreifen. So hostile to the truth. 1-1 Double Strike. Muss ich kurz überlegen. Wir wollen auf... Wir sind jetzt auf 4 Mana. Wir wollen auf 6 Mana. Das heißt, wir machen einen Food Token. Breeding Pool. Paradise Druid. Können wir nämlich nächste Runde Mass Manipulation spielen und dann Agent of Treachery.
Und wir bleiben mit der Goose natürlich zurück, weil die anzugreifen macht keinen Sinn. Und dann muss er mit zwei Kreaturen Oko angreifen, sonst könnten wir mit der Gilded Goose blocken. Das Problem ist, dass der Double Striker jetzt 2 plus 1 ist 1 Marken kriegt. Das Gute ist aber, dass wir den dann übernehmen können. Ach, ne, meint, okay, der kriegt nur 1 plus 1 ist 1 Marke. Oh ja, den Oko lassen wir gehen. Mit Schlimmeres. May we meet again. Or not. Double Strike. Okay. My turn. 1, 3, 4, 1, 2, 3. Oh, warte. Wir können das auch so machen. Da könnten wir mit dem Mass Manipulation, wenn wir noch ein Land ziehen, können wir 2 Kreaturen übernehmen. So, die Frage ist jetzt, was übernehmen wir am besten? Die Double Striker sind natürlich ekelhaft mit Mentor-Viechern. Ist die Frage, ob wir die Mentor-Viecher wegnehmen wollen oder die Double Striker. Eigentlich recht zuversichtlich, dass wir die Mentoren. Wenn wir die einen Mentor wegnehmen, kann er nur auf einen Double Striker eine plus 1 plus 1 Marke legen und den anderen können wir blocken. Gibt uns die meiste Zeit. Oder das natürlich. Das tut natürlich richtig weh. Blocken wir einfach mal, weil wir es können. Und weil wir es sollten. Eins, zwei, vier, eins, zwei, ja. Ist die Frage, übernehmen wir eine Sache? Ja. Wir übernehmen den nächsten Mentor-Dude und dann haben wir nämlich was zum Blocken. Es gibt eben Schutz vor Blau. Die letzte Karte in seiner Scheißhand, ey. Auf wen legt das? Wahrscheinlich auf den. Den, okay. Dann blocken wir den. Ah, na, wir sind einfach tot. Wir hätten den anderen auch noch blocken müssen, da habe ich nicht drauf geachtet. Wir hätten aber wahrscheinlich eh nicht mehr gewonnen. Hust. Man sollte natürlich rechnen, bevor man blockt.